Heute baue ich meine Survival-Tasse. Bleibt dran. Falls euch jetzt dasselbe passieren sollte wie mir, dass sich hier der Mittelkern gelöst hat, gar kein Problem. Ich habe jetzt hier einfach ein Stück frischen Weidenast genommen, der natürlich von oben nach unten dünner, schrägstrich dicker wird. Führe das dünne Teil hier unten genau ein, setze den Deckel wieder auf und baue jetzt im Prinzip einfach nur den Deckel, presse das hier stark zusammen. Ich schiebe das jetzt rein, bis das genau passt. Etwa hier. Gebe dann noch einen viertel halben Zentimeter dazu. Markiere mir das, damit ich das gleich mit viel Druck da einführen kann. So. Ja, das Ganze wird jetzt noch hier richtig unter Druck gesetzt, damit sich dieser weiche Kern schön um diese kleinen Lücken füllen kann. Ja. Ihr seht es von der Farbe her, das ist genau perfekt. Es darf nur diese goldbraune Farbe haben. Wenn er nämlich zu heiß wird, der Harz, klebt er nachher nicht mehr, sondern wird einfach nur noch kristallin und bricht dann nachher einfach ab wie Eis, könnt ihr euch das dann vorstellen, und hat dann keinen Nutzen mehr für uns. Arbeitet das richtig schön in die Fugen rein. Wenn das Harz getrocknet ist, könnt ihr natürlich hingehen und das Ganze unten wieder plan machen. Den Harz, den ihr hier weglopft, den könnt ihr selbstverständlich wieder mitnehmen und andersweitig verwenden. Und dann ausgetrocknet ist, klebt er dann auch nicht mehr. Ihr seht, kein Problem. So, kleiner Dichtigkeitstest. Keine Luftblasen. Ihr seht, wunderbar. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Wenn ihr, lasst mir noch ein kleines Like da. Ansonsten sehen wir uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Alle Links wie immer in der Beschreibung. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Stefan.